Es musste eine Sondersitzung einberufen werden, weil einer der Mitarbeiter im Büro sich weigert, einen Gürtel zu tragen. Und es war einfach nicht mehr auszuhalten. Es wurde eine professionelle Psychotherapeutin zu Rat gerufen. Hallo, ich bin Dr. Glas. Wir wollen jetzt dieses Problem mit dem Gürtel behandeln. Und ach ja, hier kommt ja schon unser Kollege. Ja, guten Tag. Also, wissen Sie schon, um was es hier geht? Ihre Kollegen haben schriftlich festgehalten, was das Problem ist. Und sie wollen unbedingt helfen. Zum Beispiel hier. Karin, fangen Sie doch mal an. Also, ich schreibe das auf, weil ich dich gern mag. Aber ich kann es einfach nicht mehr vertragen, wenn ich deinen Arsch ritzen sehe. Ich kann gar nicht mehr neben dir auf dem Sofa sitzen, aus Angst, dass du zuerst aufstehst und ich alles sehe. Bitte trag einen Gürtel. Es kann doch nicht so schwer sein, einen Gürtel zu tragen. Ja, sehen Sie jetzt, wo das Problem ist? Naja, ich wusste ja nicht, dass das überhaupt ein Problem ist. Na, ich habe keinen Gürtel angehabt. Warum regen sich da die Leute so auf? Also, da haben sie halt vielleicht einen kleinen Arschritz gesehen. Kleinen Arschritz, wa? Na, also, kleiner Arschritz. Ist ja egal, wie groß oder klein. Hast du noch nie einen Arsch gesehen? Nee, also, weißt du, das mit dem Arschritzen, das kann traumatisch sein. Mensch, alles wegen Ihnen scheiß Leute, Gürtel, Mann. Die vielleicht gerade Mittag gegessen haben, die wollen ja nicht Mondschau ansehen, ne? Den könnt ich mir zweimal umschnallen. Also kannst du dir vorstellen, dass er doppelt so wichtig ist, dass du ihn drehst? Ich dreh doch nicht so auf wegen so einem Mist. Die Chefin hat aus unserem Sonderfond Geld zur Verfügung gestellt, dass du einkaufen gehen kannst ins Kaufhaus, kaufst ihre gescheite Gürtel und den ziehst du dann an. Ich versteh's ja. Aber wir müssen doch jetzt welche. Das ist nicht zum Flennen. Du brauchst nicht. Alles so wegen den Scheißgürtel? Und jetzt kauf mal den Scheißgürtel, dann ist das Thema hier abgewickelt. Wir haben zusammengelegt. Wir haben das den Gürtel kaufen, wir egal wissen, was wo für wir ihn. Einkaufen können. Das ist vielleicht alles überhaupt erst wegen dieser Chefin, weil sie hier alles immer so bunt laufen lässt. Dr. Glas, wissen Sie was? Sie mit Ihren Scheißratschlägen? Sie haben ja vielleicht auch einen kleinen Knall, wa? Das ist ja auch nicht unbedingt ideal. Die ist voll geil. Ich finde die Chefin gut. Die Chefin ist voll in Ordnung. Gar nichts Problem. Problem, fetter Arsch guckt raus. Zieh Gürtel an und fertig. Als Arbeitssituation. Jetzt hör mal zu. Aber hier auf Chefin rumhaken, nicht gut. Das ist doch das Problem gelöst. Na klar, meine ich doch auch, Mensch. Und zwar, wir haben uns entschieden, dazu. Und Ärztin weiß nix. Stroh für Grips. Ihre Kollegen wollen Ihnen helfen. Sie wollen liebevoll Sie dazu bringen, dass Sie jetzt vielleicht... Ich finde das eine Zumutung überhaupt. Aber wenn es unbedingt sein muss, dann trage ich halt einen Gürtel hier. Knuddel. Ja. Sehen Sie? So geht's doch viel besser. Komm her, drück mich. Lockenköpfchen. Naja, da haben wir es ja mal wieder geschafft, wa? Wenn das alles fertig ist, kriegt jeder ein Eis.
können. Ist denn das so schwer? Ja, sehen Sie jetzt, wo das Problem ist? Ihre Kollegen wollen Ihnen helfen. Sie wollen liebevoll Sie dazu bringen, dass Sie jetzt doch vielleicht einen Gürtel tragen können. Ist denn das so schwer?